Also bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich folgende Situation dar. Ein Einfamilienhaus bereits im Vollbrand und aufgrund der dichten Bebauung eine große Gefahr der Ausbreitung auf die anderen angrenzenden Wohnhäuser. Das Haus war von uns nicht mehr zu halten. Wir haben uns dann darauf konzentriert, erstmal die Nachbargebäude so weit zu schützen und haben nach links und rechts Riegelstellungen gesetzt. Also die Bewohner haben das Feuer selber bemerkt, konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Aufgrund der Brandentwicklung gehe ich davon aus, dass im hinteren Bereich des Hauses im Anbau das Feuer ausgebrochen ist. Aber die Schadenhöhe kann ich jetzt nicht genau beziffern, aber das Einfamilienhaus dürfte total Verlust sein. Also wir hatten hier insgesamt 5 Löschzüge der Feuerwehr in der Stadt Dessel mit einer Gesamteinsatzstärke von 125 Kameradinnen und Kameraden. Dazu kam die Eigensicherung durch das Deutsche Rote Kreuz und ein Baufachberater, der das Gebäude jetzt begutachtet bezüglich Einsturzgefahr.